Kleine Anmerkung, bevor das Video richtig losgeht, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Im Video habe ich das Schwa so rumgeschrieben. Das Schwa muss natürlich so rum sein. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Hello and welcome back to Inglife. Hallo und willkommen zurück. Heute sehen wir uns einmal ein sehr interessantes Thema, nämlich ein Thema der Aussprache an, was ja immer schwer zu lernen ist bei jeder Sprache. Heute sehen wir uns die Aussprache von Ö und W an. Denken sich alle, okay, werden Ö und D ausgesprochen? Ja, nicht immer, allerdings meistens. Heute werdet ihr lernen, wann ihr die Wörter wie aussprechen müsst. Ich habe hier schon hingeschrieben. Wir fangen einfach mal mit dem Ö an. Ja? Wir haben also das Ö, a house, a television, a shelf, a wall und so weiter. Wir werden also das Ö normalerweise mit einem sogenannten Schwa aussprechen. Das ist, wenn ihr immer im Wörterbuch guckt bei der Aussprache, dieses umgedrehte E. Das ist ein sogenanntes Schwa und wird einfach Ö ausgesprochen. Dann allerdings, wenn wir das Wort betonen wollen, also eine Wand oder ein Regal oder ein Haus, dann sagen wir a wall, a shelf, a house. Wir sprechen also das Wort tatsächlich aus wie den Buchstaben a, was ja ungefähr so wäre. A, a komm mal her, a house, a shelf und so weiter. Wenn also die Betonung auf dem Wort ö liegt, dann wird es a ausgesprochen, wie der Buchstabe. Wenn ihr es einfach so im Satz verwendet, dann wird es mit einem schwa ausgesprochen, also ö. Gut, gar nicht so kompliziert. Ihr wisst schon, wenn ihr das a betonen wollt in dem Satz, dann benutzt ihr einfach das a. Nicht so kompliziert, ein bisschen üben, dann habt ihr es drauf. Etwas schwieriger ist es beim the. Denke ich alle, okay, the. The house, the shelf, the wall und so weiter. The dog. Ja, normalerweise wird es also, wenn man es mal so ausschreiben will, the. Mit einem ö auch hinten. Ja, so ist es normalerweise. Allerdings, hier gibt es eine Regelung, die selbst viele englisch sprechende Leute nicht können. Die machen es einfach instinktiv. So wie wir im Deutschen einfach wissen, was das Geschlecht der, die das von allem ist, wissen die Engländer oder die englisch sprechenden Leute einfach, wann sie das the als the aussprechen sollen. Nämlich, wenn das darauf folgende Wort mit einem Vokal anfängt. Elephant zum Beispiel. Dann ist es nicht the elephant, sondern the elephant. Das heißt, das nachfolgende Wort beginnt mit einem Vokal. A, E, I, O, U. Dann wird es als the ausgesprochen. Gut, muss man immer so überlegen, okay, fängt das nächste Wort, das ich sagen möchte, car zum Beispiel, car fängt mit einem C an, beginnt also nicht mit einem Vokal, also es ist the car. Wenn ich aber das Wort apple habe, apple, der Apfel, beginnt mit einem A, beginnt mit einem Vokal, es ist also the apple. Warum ist es nicht beim ö so, dass nach einem Vokal anders geschrieben wird? Nun, das hatten wir schon mal in einem anderen Video, werde ich nochmal verlinken. Allerdings, wenn das Wort nach dem Ö mit einem Vokal anfängt, benutzen wir natürlich N. An Elephant, an Apple. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann nochmal ruhig unten klicken in der Beschreibung und in den Kommentaren werde ich es auch nochmal reinschreiben. Ein Link zu dem Video Ö versus N. Wann benutzt ihr was? Nun, das war es auch für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen bei der Aussprache behilflich sein. Und wenn ihr gerade erst anfangt zu lernen, denkt da gar nicht dran. Das ist gar nicht so wichtig. Alle verstehen, wenn ihr ö statt a sagt oder wenn ihr the statt the sagt. Macht ja keinen Unterschied. Es macht einfach nur einen Unterschied, wenn ihr dann tatsächlich richtig klingen wollt, wenn man es so sehen möchte. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, unten in die Kommentare oder auf Facebook schreiben und ich sehe euch dann im nächsten Video. Schaut auch nochmal auf meiner Webseite vorbei, da könnt ihr Inglife unterstützen oder mein Übungsheft kaufen und ihr seht auch nochmal jedes Video in Textform zusammengefasst. Dann sehe ich euch das nächste Mal. Until then, bye.